Kurz nach ihrer Rückkehr nach Berlin steht Johanna plötzlich im Mittelpunkt. Ihr bester Kumpel Jonas benutzt die Gerner-Tochter für eine Notlüge. Und sie spielt mit. Jonas, Felix van Deventer, hat sich in Flo, Pauline Afaya, verliebt. Allerdings darf sie nichts davon wissen. Der querschnittsgelähmte DJ kann sich seit seinem tragischen Unfall nicht vorstellen, mit einer Frau intim zu werden. Jonas. Ich habe eine Freundin, um seine wahren Gefühle für Flo zu kaschieren. Denkt sich Jonas eine pikante Notlüge aus. Ich habe eine Freundin, behauptet der DJ. Als Flo das hört, ist sie sichtlich gekränkt. Insgeheim steht die Chefin einer Sicherheitsfirma auf Jonas. Ist Jonas mit Johanna zusammen? Nun droht Jonas Lügengeschichte aufzufliegen. Seine beste Freundin Johanna, Charlotte Reschke, kommt zurück nach Berlin. Sie macht derzeit ein Praktikum in einer PR-Agentur in Frankfurt. Nach Wochen der Trennung haben sich die beiden viel zu erzählen. Allerdings nimmt das freundschaftliche Treffen eine kuriose Wendung. Flo sieht Jonas und Johanna im Kiez. Sie denkt fälschlicherweise, dass die Gerner-Tochter die Freundin von Jonas ist. Johanna lügt für Jonas. Wenig später konfrontiert Flo die ahnungslose Johanna mit ihrem Verdacht. Dann suchst du dir ausgerechnet in Berlin einen Freund. Aber Jonas ist ein echt cooler Typ. Wie reagiert Johanna auf diese Anspielung? In einer RTL-Mitteilung heißt es, Jonas ist erleichtert, als Johanna das Spiel mitspielt und Flo fühlt sich bestätigt, dass die beiden ein Paar sind. Während Jonas hofft, Flo endlich hinter sich lassen zu können, schiebt auch Flo ihre Gefühle für Jonas weg. Die Folge ist am 22. April ab 19.40 Uhr auf RTL Plus Sternchen abrufbar. Thank you.